Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gut, dann wollen wir mal mit dieser Station beginnen. Wie gehen wir vor? Frontalangriff, sehr simpel, aber wahrscheinlich drin noch welche, ja genau. Von oben, nicht so geil, aber reicht nicht ganz, aber wenn wir jumpen würden, dann würde es reichen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hier hoch und dann darüber. Deswegen machen wir einen Schritt wieder zurück. Dann killen wir auch den hier noch mit, weil der ist alleine. Keine Ahnung, warum er hier überhaupt alleine ist. Da musste ich ein bisschen schneller machen, ging nicht anders. Pech für ihn. Alles klar, nehmen wir das mit. Zack. Gut. Dann wollen wir weiter. Und jump. Und abrollen. Danke, kein Schaden. Wunderschön. Und dann einmal hier hoch. So. Oh, cool. Animation mit Abstützung und so. Dann, wir wollen ja noch höher, aber hier geht nicht noch höher. Und wir müssen auch, glaube ich, nach unten, nicht nach oben, oder? Genau. Stützpunkt der Schulter. So. Einmal schnell durch. Hier kommen wir nicht rein. Aha, hier ist eine Möglichkeit reinzukommen. Wir müssen den da oben killen, damit wir überhaupt. Oh, fuck my life. Runter. Runter, 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 runter. Hör auf! Ich hasse es, wenn ich diese Kamera so habe und ich will runter und ich mache halt wie früher, zum Beispiel D. Da muss ich ja nicht hingucken, weil dann nimmt er ja die Richtung davon direkt an. Macht er nicht. Da läuft mit D gefühlt nach S. Und wenn du W machst, läuft er wieder nach oben oder A nach oben. Das ist so fucking bad programmiert. Holy shit. Das ist wie jetzt, wenn du gar keinen Input hast auf die anderen Steuerungen. Zum Beispiel, ich will jetzt da hinspringen. Nö. Nach da? Nö. Ich kann nicht schräg springen. Das ist nicht möglich. Warte, wenn ich W und S mache, W und A, mal gucken, was dann kommt. Ich wette, ich lande da unten. Ja, sag doch. Alter Schwede, Junge. Schräg gibt's nicht mehr. Wir hatten keinen Bock, schräg zu programmieren. So ist leichter. Wenn ich das mache, werden die mich sehen, deswegen mache ich das am besten nicht. Wir warten. So, genau. Und rein da. So, wir könnten alle wegsnacken mit unserer Fähigkeit. Ich glaube, vielleicht ist das auch am schlauesten so. Drei Stück einfach weg. Fuck, doch keine drei Stück. Na gut, wir sind halt unsichtbar. Weg mit dir. Und so simpel kann's enden. Und der da hinten steht aber rum, weil er sich denkt, fuck it. Nicht meine Arbeit. Oh, wir können einsammeln. Das nehme ich natürlich mit. Und das nehme ich natürlich auch mit. So. Können wir selber läuten? Das wäre lustig. Früher konnte man das. Aber ich kann es natürlich abschmeißen, aber dann geht ein Messer kaputt. Ich finde es geil, dass die Klinge immer durchdringt, aber die Schwerter nicht. Kann natürlich sein, dass das so richtig scharf ist, ne? Und dadurch genau perfekt diese kleine Klinge durchpiekst, durch die ganzen Kettenrüstungen und so, das ist ja wirklich so. Aber, naja. So, wir wollen da hoch. Der muss weg. Lass mich den ausfüllen. Du ba. Oh, so kann man auch. Oh mein Gott, Cheese Tactic 2000. Jo, du nimmst den einen und dann machst du den nächsten, weil die Zeit noch nicht vergangen ist wegen Zeitlupe. So wie das Deluxe Pack. The fuck ist das Bastard? Zack, wieder ein. Boah, die FPS gerade, hat das gesehen? Holy shit, das geleckt. Also das Character Model. Widerlich. Melody. Weg mit hier. Das Lustige ist, könnte man nicht den vorher killen, bevor die Klinge ankommen? Da kriegt man ja sogar doppelte Punkte wieder. Weil Kill ist Kill. Lull. Etwas zum Anhören.
Nice. Da haben wir eine unserer Wurfmesser wieder und das zweite wieder. Ich habe aber nur 2 von 4. Wo sind die anderen beiden denn? Fuck. Habe ich irgendwie eine Truhe zum Auffüllen wieder? Nee, ne? Wir haben einmal da einen Schlüssel bekommen, wahrscheinlich um besser reinzukommen. Und wir haben nochmal ein Gespräch belauscht. Und irgendwo war hier in der Nähe ein Gespräch. Und hier ist eine Tür. Ich weiß nicht, ob das die Truhe, die Tür ist für den Schlüssel von davor. Da müssen wir mal gucken. Habe ich hier schon das Messer wieder? Nee, jetzt habe ich es wieder. Und wo ist das andere Messer? Ich hab's vergessen. Aha, da unten ist das Gespräch. Das wollen wir natürlich auch machen. Aber hier war auch noch ein Schlüssel. Da ist er. Und ansonsten kann ich überhaupt irgendwo rein von der Seite. Ja, hier ist eine Balkontür. Da könnten wir rein. Und wir haben hier noch eine Tür, aber das ist so gefühlt die Standardtür, die nie aufgeht, weil sie schon wieder so Standardtexturen hat. Okay, und hier ist auch nochmal eine Tür, aber ich glaube nicht, dass ich da reinkomme. Und hier ist noch ein Balkon. Okay, wir haben mehrere Eingänge, die möglich wären. Oh lol, der chillt hier alleine. Der einzige Glückliche, den holen wir jetzt noch. Und dann runterjumpen geht nicht. Ja, das ist natürlich Arschkarte, ne? Machen wir mit dem Messer. Ich nehme jeden Kill mit, den ich kriegen kann. Jawohl. So. Jetzt müsste der Erfolg eigentlich da sein mit dem Gift. Jetzt kann ich das eigentlich wieder beim nächsten Mal wegnehmen. Und dann passt das. So, dann. Wie gehen wir weiter vor? Wir müssen zum Gespräch. Das ist unter uns. Deswegen nicht sofort killen. Und wir brauchen den Schlüssel. Den habe ich eigentlich markiert. Genau. Komme ich irgendwie anders da rein? Ja, einen Stockwerk runter. Das machen wir mal. Den meine ich nicht. Genau, hier. Wunderschön. So. Wenn es überhaupt weitergeht, ne? Wenn nicht, shit. Weiter. Unter uns, ja. Ja, und hier kannst du wieder vergessen, ne? Ach, scheiße. Können wir entlang hier gehen? Ja, können wir. Ja, dann machen wir den langen Weg, ne? Ich hoffe, das geht komplett rum. Boah, ich hoffe, das geht wirklich komplett rum. Boah, das wird aber auch dauern, ne? Alter, Junge, da habe ich echt den besten Weg gewählt für Gameplay, ne? Die Geduld zahlt einen aus. Aber gut, ja. Versuchen wir halt dann den einen da noch, den Balkon, wenn wir schon auf dem Weg sind. Ansonsten jump ich runter, laufe ich schnell rum, gehe zum nächsten und fertig. Dann müssen wir vielleicht sogar Frontline rein. Ist eigentlich eine Bank oder so zum Mithören? Nee, ne? Nee. Könnten wir nicht hier hoch und einfach drüber steigen? Okay, ist zu logisch, geht nicht. Weil man hat ja keinen Jump-Button mehr wie früher. Manuelles Jumpen. Wurde auch entfernt. Zu viel Selbstkontrolle. Ist ja leichter ein Spiel zu programmieren, wo du nicht selber jumpen kannst. So, genau hier wollte ich hin. So, Vorsicht, Vorsicht. Wunderschön. Genau hier wollte ich rein. Oh, du Bastard. Ich wusste, dass genau das hier der ist, wo man diese Scheiße braucht. Na gut. Uiuiui, ganz ruhig. Und nochmal eine Runde drehen. Ah, nee, nicht mehr. Jetzt können wir nochmal laufen. Na Gott sei Dank. Und weiter geht's. Jump. So, kann ich irgendeine Tür rein? Weil es sind so diese typischen Standardtüren, die nicht aufgehen. Genauso wie die hier wetten. Ja. Der einzige Eingang von zweiten Stockwerk aus oder höheren Stockwerk ist nur mit einem Schlüssel möglich. Und den haben wir natürlich nicht. Piss dich jetzt. Ja, schnauze jetzt. Ihr habt immer die Augen für alles andere, nur nicht dafür, was ihr tut. So, hier komme ich rein. Finally. Okay. So, der eine kommt her. Und weg. Okay. Wunderschön. Beine einziehen. Willst du nicht? Dann lege ich dich selber weg. So. Ich lache immer, dass sie wirklich genau wissen, woher sie suchen müssen. Also klar, man kann natürlich die Messerflugrichtung beachten. Das ist wie so eine Schussrichtung. Aber, naja, gut.
Hier ist was zum Lesen, das habe ich noch nicht. Da war ich ja gesucht. Wegen wiederholter Störungen der öffentlichen Ordnung, Diebstahl und vermutlich auch Mordes und Anwiegelungen. Der Verdächtige ist etwas größer als der Durchschnitt mit dunklen Augen und Haaren. Ihm fehlt ein Teil des vierten Fingers in der linken Hand. Seid gewarnt, dass er bewaffnet und sehr gefährlich ist. Solltet ihr ihn sehen, meldet ihn dem nächsten Angehörigen der Schurte und lässt äußerst vorsichtig walten. Boah. Jetzt sind wir bekannt. Jetzt sind wir nicht mehr geheim. Also natürlich... Dadurch wissen die... Ah, hier, okay. Das war der Balkon wahrscheinlich, oder? Oder war es schon wieder was Neues? Nee, ich glaube, es geht nach unten dann. Aber jetzt wissen die natürlich, welche Haarfarbe und so, ne? Gut, jetzt muss man eigentlich Haare färben gehen. Eigentlich. Schaut's jetzt. Wehe, du fällst nach unten. Wollte gerade sagen, bleib hier oben. Gut, mehr haben wir soweit hier nicht. Dann müssen wir hier runter gehen. Wir brauchen unbedingt den Schlüssel. 100%. Hey, Johanna! Den Zettel können wir nicht lesen. Hier können wir uns verstecken. Die Tür geht auf und das geht komplett nach unten. Gucken wir mal kurz, was hier ganz unten ist. Ah. Markieren. Das ist irgendwie ein Hintereingang. The fuck, sag mir doch gleich. Oh Mann, das wäre so simpler gewesen. Guck mal rein und ich bin drin. Den ganzen Weg von oben hätte ich mir sparen können. Ah, da muss ich zuhören. Zuhören. Aha. Er ist also noch nicht da, das heißt, wir können ihm eine Falle stellen. Beschatten. In sein Zimmer reingehen und dann, ne? Warten, warten, er kommt. Zuhören und nicht zuschlagen und fertig. So, hier ist sowieso nichts mehr. Genau. Wohin geht das? Aha. Ah, das ist der vordere Eingang, der dicke. Ja, ja, genau. Links war einfach eine Tür mehr, unglaublich. So. Wenn ich das öffne, die ist eh verriegelt, komme ich eh nicht rein. Wie ist denn das überhaupt? Geht nicht. Wir gehen oben lang. Ich will noch nicht in die große Mitte gehen. Befrei mich. Gerne, Junge. Ich suche die Schlüssel. Alles gut. Haben wir. Können wir hier lang? Können wir nicht. Okay, was könnte ich richtig Gutes machen? Ich könnte 5 Leute gleichzeitig wegballern und dann hätten wir Ordnung und Ruhe hier. Ah, wie komme ich sonst noch rein? Es muss eigentlich von da sein, ja. Von unten, hinten rein. Snack, Snack, Snack. Snack. Okay, machen wir einfach Scheiß drauf. Weil von oben runter lohnt sich gar nicht. Kann ich den nicht hier hinlotsen? Komm rein, komm rein. Oh, schade. Als wenn du nicht die Tür benutzen kannst. Ach, nee. Ach, schade. Ich hätte mehr gehofft. So. Ja, genau. Komm her, komm her, komm her. Das ist echt gut sogar. Wa? 360 No Scope, No Look und dann hinter ihm und dann von. What the hell, Junge? Die Animationen sind so durcheinander, Junge. Ey, wirklich, der vor mir alles geplant, das ist jetzt ein sehr wichtiger Moment. Davor macht er diesen komischen Step nochmal, ey. Oh, nein. So, sind hier noch Papiere oder so? Nee, ne? Nee. Aha, deswegen können wir von vorne nicht rein. Alles klar. Das ist der Bote da hinten. Okay, wir können also von vorne, von oben alles snacken. Für hier ist du. Den Boten können wir doch ruhig töten, oder? Weil der hat ja seinen Sinn erfüllt. Jetzt will er schnacken, richtig. Dann warten wir, bis er sich umdreht und dann snacken wir den zuerst.
dann Messer und dann Snack. So, weg mit dem Booten. Jawohl. Vermerk für die Schultern. Alle Mitarbeiter der Schultern meidet den dritten Stock, sofern die Ausübung der Pflicht nicht zwingend erfordert, dass ihr ihn betretet. Statt eben Tahir ist mit heiklen Staatsangelegenheiten beschäftigt und sollte nur im äußersten Notfall gestört werden. Danke für die Info. So, jetzt zufällig. Ich wollte eigentlich erstmal wegpacken. Haben wir jetzt den Schlüssel bekommen? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ich glaub, müsste eigentlich sein, oder? Nee. Gehen wir kurz mal hier rein. Wir sehen, ob ich Schlüssel... Nee, Schlüssel halt nicht. Okay, irgendwo muss hier noch der Schlüssel sein. Wahrscheinlich da drin der Hauptmann. Ich dachte eher der Bote. Aber gut, scheiß drauf. Haben wir hier noch mehr irgendwo Infos? Nee. Leider nicht. Gut, wir schleppen den mit. Je weniger wir Info geben und mehr Zeit haben zu suchen und dass es aussieht, als wenn hier nichts wäre, desto besser für uns. So, was jetzt? Wir können ja nur von da eindringen, ne? Wir können den Käfig so öffnen, ohne Schloss? Was ist das denn? Gleich sofort. Brief lesen. Eine Warnung für die Augen von Muhammad ibn Tahir. Ich weiß aus einer glaubwürdigen Quelle, dass der wahnsinnige Ali ibn Muhammad vorhat, den Palast zu stürmen. Er hält mich für einen Verbündeten, doch sein Kampf ist aussichtlos und es wird immer sein. Denn es liegt in der Natur aller, die dienen, untertänig zu sein. Es ist... Mein Gott. Er ist entschlossen, sein Pöbel in den Untergang zu führen und den Rest von uns in die Katastrophe. Aha. Broken Skill, ey. Ich finde, wenn man schon so eine Animation hat, hätte man voll coole Animation auch mit Schwert machen können oder so. Also mit allem. Zum Beispiel so eine Vierfach-Kombo hier. Zack, 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 zack. Und dann so weg. So, Schlüssel haben wir. So schön. Den machen wir auf. Für alle Fälle. Zack. Wunderschön. So, jetzt müssen wir die hier eigentlich wegpacken. Eigentlich. Aber muss ich mal gucken. Erstmal den looten und dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Nur für die Augen der Stadt. Noch immer klammern sich einige an die Ansprüche des Abu Abdallah. Es sind nicht viele, aber sie sind laut und fest entschlossen, jede Stimme der Vernunft zum Schweigen zu bringen. Es scheint, als würde jedes Mal, wenn die Rufe abeben. Okay. Ich dachte abbeben. Genau. Und der Staub sich legt, eine unsichtbare Hand durch den Schlamm wühlen und einen neuen Aufruhr heraufbeschwören. Wessen Hand dies ist, vermag ich nicht zu sagen, doch ich werde ihr Einhalt gebieten und dieses Chaos ein Ende setzen. Okay. Sehr viel Info hier. Gut. Dann... Ah, hier können wir auch noch öffnen. Machen wir auch. So, beide Türen geöffnet. Wichtig für uns, falls wir fliehen müssen oder so. Und nun, ja, leichenmäßig müsste ich eigentlich entfernen. Weil ich habe keine Ahnung, was die Story bringt. Falls wir doch hier hin müssen, dann sehen die Leichen und ich bin aufgeflogen. Ich gehe immer lieber den ganz sicheren Weg für alle Fälle, statt dass man dann später sagt, oh scheiße, hätte ich doch nur. Aber ich glaube, eigentlich ist das Spiel nicht so logisch. Nicht so logisch wie die früheren, deswegen mache ich glaube ich so viel zu viel. Aber ich bleibe lieber meinem Spielstil treu, dass ich alles richtig mache, sogar wenn es unnötig war, anstatt später zu sagen, ach, hätte ich nur. Lieber zu viel als zu wenig, ne? Deswegen machen wir das mal ganz kurz. Das sind ja nur ein paar Leichen. Und dann easy peasy. Ich hoffe, die passen da rein. Jetzt können wir auch den logischen Sinn hinter dieser Bude mal testen. Wie viele wirklich reinpassen, ob es ein Limit hat oder nicht. Schwarzes Loch oder nicht. So. Und noch zwei und das war's dann. Und dann befreien wir noch die, bevor wir da hochgehen. Weil den Schlüssel haben wir jetzt für einmal die Balkontür und für die Tür da. Ich weiß nicht, ob das derselbe Raum ist oder nicht. Aber das werden wir dann gleich erfahren. So, die Leichen sind weg. Ja.
Gut. Dann können wir eigentlich den direkten Weg da oben nehmen. So, erstmal befreien wir die hier. Alhamdulillah. Yamanillahi, ya Sadiq. So, seid frei, Jungs. Seid frei. Boah, muss ich euch helfen? Ich hoffe, ihr überlebt. Ich kann euch helfen, aber ich darf nicht auffliegen. Es ist euer Kampf, ich habe euch freigelassen. Ihr müsst selber gut werden. Wenn ihr es nicht schafft, dann, naja. Wird schwer für euch, sage ich jetzt mal so. Vorsichtig. Gut, ab nach oben. Dritten Stockwerk, gehört nur dem einen. Also, wo haben wir die Tür denn letztes Mal gesehen? Tür öffnen. Genau, da soll ich hin. Shit, ich würde gerne, eigentlich gerne das Balkon nochmal ausprobieren. Weil ich, das interessiert mich zu sehr. Kann leider nicht speichern, weil ich habe Angst, wenn ich die Tür öffne, dann ist es vorbei für mich. Oder ist die Balkontür eine Fluchtoption? Scheiß doch, machen wir hier auf. So, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Auch nichts. Hier könnte ich rein. Hier ist gar nichts. Zwar liegt hier was, aber unwichtiges Zeug, was ich nicht nutzen kann. Eine Truhe. Und hier kann ich dann rein. Genau. Oh, gemütlich. Erstmal machen wir das hier auf. Ah, stimmt, die war verriegelt, nicht verschlossen. Ja, das ist ja. Hier können wir auch warten. Eine Falle bauen. Gut. Hier haben wir eine Karte, eine Liste, noch eine Liste und hinten nochmal ein Buch. Ich würde sagen, das ist das Beschissene. Ich hoffe, die haben alles einprogrammiert und nicht, dass man sagt, wenn du eins Richtiges nimmst, dann ist vorbei. Das ist dann dumm. Ist sie gelb? Ich würde gerne abspeichern, aber scheiß drauf. Ich hasse halt sowas, wenn man es einprogrammiert, dass man nicht jedem interagieren kann. Ozean, Wüste, Kobra, Taube, Tobo. Oh mein Gott. Tobo wie das Meer. Ich versüße deinen Stürmen. Brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Taube, dann komm ich in mein Nest. What the fuck? Wohin du auch gehst, so folge ich dir wohl. Immer du ruhst, dort ruhe ich mit mir. Nee, dort ruhe mit mir. Aha. Zack, er ist es. Ist gefühlt schon aufgeflogen. So, nächsten. Brief der Taherian. Werter Vetter, deiner Bitte entsprechend wurden alle Vereinbarungen mit aller Mut aufgehoben und unser Schutzversprechen wurde widerrufen und unser Zufluchtsangebot zurückgenommen. Abdallah ibn Tahir. Alles klar. Jetzt haben die aufgehoben. Ganz genau. Unser Meister, er ist der Verräter. So wie wir ihn einmal ganz kurz gesehen haben bei der Ausbildung. Er ist der, der Anführer ist. Verzicht des Abu Abdallah. Mit schweren Herzen verkündige ich Abu Abdallah, dass ich dem amtierenden Kalifen die Treue schwöre und zu seinen Lebzeiten keinen Anspruch auf den Thron erheben werde. Unterzeichnet am 11. Schawal. يتعهد أبو عبد الله بالولاء للخليفة. وأنه لن يسعى للحصول على العرش. رجل يتلاعب بالأقوياء ويسعى للقضاء على المستترين في ألموت. رأيت ما يكفي. Nein, das nicht. كان الوالي يقتفي أثر المتمردين والمستترين. أخبر سيادك أني صنعت نسخا مزق الورقة وانحر عنقي سيبقى اتفاقنا السيادي Meine Meister العصابة المقنعة تنظيم ال... لا أكترث ألست في خدمتهم؟ ألست أنت في خدمتهم؟ إنني في خدمة الخلافة في خدمة الله وأفعل ذلك دون إخفاء وجهي والآن اسمح لي لما كنت تصدر أوامر لوصيف التركي؟ عضو التنظيم كان الغاشم يثير ألف متمرد من حسن الحظ أن أحدا أزح عني عناء القضاء عليه أوكي. سمعت أنه مستتر هل أنت من يجب علي شكره؟ قرأت رسائلك
أجبرت أقاربك على رفع حمايتهم عن ألموت. لقد بعتنا إلى الأعداء واشتريت السلام لبغداد. لقد وصلت بنفسك إلى عقد الشراء. يمين ولاء أبي عبد الله، ما علاقته بالأمر؟ كان طموحه تمزيق الخلافة. عرضت ألموت على التنظيم فأكدوا أنه لن يمثل أي تهديد بعد الآن. إذن لتمسك بثعلب أطلقت ذئبا؟ سيشعل التنظيم النيران ببغداد أيها الوالي، سيدينك التاريخ لما فعلت. فليشنقني التاريخ لذلك. سأرحل عن هذا العالم وأنا أعلم أن هناك شجاعة في المساومة. وهناك جبن أيضا. كم عمرك؟ 20؟ كنت في مثل سنك عندما أتيت إلى هذه المدينة صالحا فوق كل الشبهات. ماذا جرى؟ كبرت. إذا أردت حقا أن تحكي وتحكي إلى أعدائك. أخبرني باسمه، ذلك الشخص الذي توسط لعقد الاتفاق. يمكنني فعل ذلك، لكن إذا أخفقت سأموت. وأنا أفضل ذلك. والآن علي إنجاز بعض الأمور. لا ضغائن بيننا. Lässt ihn einfach gehen? Dieser Bastard. Ach du Scheiße, jetzt kommt auch noch der eine. Mit den zwei Klingen. Oh leco mio, das hab ich. Nee, darauf hab ich gar keinen Bock. Du musst unerkannt sein. Ja, ja, ganz ruhig. Nein, nicht so. Och, komm. Och, nee, Junge, ey. Man will immer was Cooles machen, so zack, zack an der Kante entlang. Scheiß drauf. Wir müssen durch. Oh, oh, das ist ja. Ach du Scheiße. Bitte normal springen. Und hoch, jawohl, jawohl, endlich mal. Einmal im Leben richtig gesprungen. Wo ist jetzt der eine? Oh, ich hab mich erschrocken. Junge, ich hab mich richtig erschrocken. Holy shit. Und hoch. Einmal ganz kurz so. Junge. Der eine ist nicht hier, oder? Nee. Aber wir müssen die Dinge abreißen oder jemanden bezahlen. Bezahlen wäre sehr, sehr viel schneller. Und wo ist der, der bezahlt werden kann? Genau, 10 Jahre entfernt. Das ist mir zu weit. Dann reißen wir ein Plakat ab. Schnell, schnell, schnell. So. Der Wichtige ist schon mal weg. So, noch ein Plakat. Come on, come on, come on, come on. Kein Plakat mehr. Das ist ein Trash. Vielleicht in die Richtung. Ne, ah doch, da hinten. Endlich eins erschienen. Bei der nächsten Mission möchte ich schon auf Null sein. Na komm, komm, komm. Durch, durch, durch. So, Nummer 2. So, wo ist das letzte noch? Ich sehe hier nichts. Schmutz. Vielleicht wenn ich in die Richtung renne, spawnt da was? Nee, ne? Perfekte Straße für ein Plakat. Doch, da hinten. Nice. Schnell durch. Und weg. So, zufrieden. Alles klar. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Was Neues für uns? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben Hilfsmittel freigeschaltet. Ah ne, die Verbesserung. Besucher in Burschau, verborgene Hilfsmittel anzupassen. Jo, das werden wir noch machen. Nachforschungen. So, das haben wir jetzt fertig. Genau, was haben wir hier bekommen? Alamut wurde von den Tahiriern verraten. Ganz genau, weil er viele Hinweise schon. Fragezeichen ist noch nicht geregelt. Genau.
Dann gibt es nur noch Kabiha. Das heißt, bei dem war nur einer. Das heißt, hier wird auch noch einer sein. Dann haben wir das komplette Kreisbild fertig für den einen da. Da bin ich echt gespannt. Also wie gesagt, die besten Vermutungen, wer gerade anführt, es muss, wie gesagt, Verräter bei einem Einsatz sein. Ich bin immer noch so dran, gebunden dazu, dass ich denke, irgendeiner ist ein Verräter von uns, dass er weiß, was hier abgeht. Und ich glaube immer noch der eine Meister, weil er so selten vorkommt. Er ist irgendwie die wichtigste Figur von dem Orden oder von dem Assassinen-Clan. Und er leitet uns, aber man sieht ihn gar nicht. Wir machen gefühlt alles gerade und wir sehen ihn nicht einmal, außer davor bei der Ausbildung. Da hat er irgendwie komisch mit dem einen gelabert und seitdem hat man ihn nicht mehr gesehen. Und das finde ich halt sehr komisch. Naja. Wir müssen jetzt erstmal... Ach schade, ich wollte es eigentlich so anklicken. Teleport. So, machen wir den Anfang. Mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben oder wie schnell die Mission geht. Aber ich glaube, wir schaffen noch ein bisschen. Vielleicht schaffen wir sogar richtig gut den ganzen mit der Story von ihr. Und dann haben wir genau perfekt vorbereitet für den Kopf der Schlange oder Schlangenkopf von den Ordensmitgliedern. Und dann gucken wir mal, wer das ist, ne? Gut. Nach links, alles klar. قالوا إن هناك مئات من الحرمات منعزلات ومحجوبات عن أبصار الرجال. قد يكون هذا المكان أشد سرية من ألمون. So machen wir mal. إنه لا يسمح لرجل بدخول الحرم ما لم يكن خصيا أو الخليفة نفسه. Okay. لذا قد يكون هذا الأمر مشوقا. Gut. Dann musst du einfach nur sagen, du kommst aus 2023 und du bist Transgender mit einem anderen Pronouns und darfst da reingehen. Die dürfen nichts sagen. Das ist sehr sexistisch, ne? Warte, wo wird's kleiner? Jawohl, jetzt geht doch. Mein Gott. Und dann lass du schon rein. So wäre das Spiel, wenn es in der heutigen Zeit wäre, ne? So, da ist ein Eingang. Aber genauso wenig ist hier vorne was. Finde einen Weg. Ah, hier kann ich zuhören. Ja, das will ich gerne auch. Jawohl, perfekt. حينما كان المتوكل حيا لكن ابنها لم يخلفه وقد أدنى وقتها وولى عند انحسار المد أستنجرفين معه إلى البحر؟ لا أحب الانخراط في السياسة يا نسرين بحقك نحن نعرف حقيقتك كفى سيصل الخصيان الجدد في أي لحظة استقبليهم عند البوابة يا ماكرة ولا تفسد الأمر تعال يا نسرين خدم جدد يعني وجوها جديدة داخل زي الخصيان سيمكنني من الاندساس بينهم. Ja, das stimme ich zu. Das wäre natürlich die beste Option. Aber die Frage ist natürlich, warte mal. Da hinten ist was, das ist die Verkleidung. Was ist hier? Händler. Ach, der kann mir das verkaufen oder was? Oder etwas verkaufen? What the fuck, okay. Ich markiere trotzdem erstmal zur Sicherheit alle. Einmal hier durch so. So, haben wir sonst noch irgendwas hier? Genau, hier haben wir noch eine Wache. Aber sind nicht so viele hier oben, muss ich sagen. Sehr simpel, kann man die easy killen. Keine großen Wachen auch, nur leichte. Wieso vergleiche ich mich nicht als Soldat? Ah doch, hier ist einer. Okay. Ein großer Hauptmann ist hier. Gut, dann haben wir das soweit. Genau, wir gehen nochmal ein bisschen runter, um zu gucken, ob hier noch was ist. Aber ich glaube nicht. Nee. Was ist denn da hinten? Geh mal kurz mal so. In dem Haus ist eine Verkleidung. Ah, da. Da liegt eine von einem Typi und der eine verklaut... Warte mal, ich gehe erstmal zum Händler. Bevor ich zum anderen gehe, weil vielleicht muss ich den einen nicht bestehen, ne? Zack, zack, zack. Jawohl. Na komm, runter, runter. Jawohl. Jawohl.
مفصل حديثا. ممتاز. كم سيستغرق هذا؟ لقد تأخرت. أعدك لن يستغرق كثيرا يا سيدي. Der wird hergestellt. Okay, wir haben zwei. Das Gewand eines Eunuchen wird in der Nähe hergestellt. Vergleich mit einer Eunuchen. Okay. Ich will mal kurz gucken, was mit dem anderen ist. Ich glaube, der betet oder so. Aber ich glaube, hier wird man mich sehen, ne? Wenn ich das jetzt nehme, werde ich ja verfolgt oder so. Ich gehe zum anderen. Der eine sah aus, als wenn er beten würde. Beklaue ich den und fertig. Und wenn doch, dann machen wir halt noch einen Schritt zurück. Da kann ich zur Not einen Cut setzen. Ey, nein! Ich habe keinen Damage bekommen. Wie bastelt soll es sein? Ja. So, ab nach da hinten. Einmal hier hoch. Jawohl. Wow, ein gerader Sprung hat funktioniert. Ich glaube, weil es nirgendwo anders weiter ging. So, hier wollen wir hin. يبدو ذلك الرجل سعيدا بالاستحمام في الشمس ربما يجدر بي كفايته عناء التهندم للخدمة اها يا كون نمير السن لا 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 أعد ذلك سنكون كلنا عراة يوم الحساب يا أخي Amen sind wir alle. So. Dann wollen wir mal. Verkleiden wir uns. Eunuchen-Tunika. Die Wachen werden nicht noch einmal darauf reinfallen, nachdem Basim sie benutzt hat. Damit meinen die nach der Mission, Echibech darf sie nicht benutzen. Das heißt, oder du musst abnehmen, oder, ja, anspannen, durchhalten, ne? Nur, dass die Waffen gesehen werden. Ich find's aber lustig, dass die Waffen in jedem Spiel gar nicht erkannt werden. Aber gut, fuck it. Ja, ich hoffe auch, ne? Wir speichern mal ab. Und dann... Machen wir eine Part länger oder machen wir eine kürzer? Nee, machen das zu Ende. Ich will den nächsten Part richtig durchstarten. Einer. لا أظن ذلك. إنه يومي الأول وأكره أن أتأخر. ماكرة، السلام عليكم. أتعرفينه ماكرة؟ أنا. ماذا؟ هل نسيتني بهذه السرعة؟ لا، لا، أنا آسفة، لقد مر وقت طويل. لا بأس بذلك أيتها الحسناء. يسهل نسيان وجهي على عكس وجهك. فرح تنتظر وصولي. بيني وبينك إنها ترعبني. من فضلك لا تجعليني أتأخر عليها. دعه يدخل يا عباس. عباس. بارك الله فيك يا سيدتي. So, gut, ein bisschen Charme spielen lassen. The fuck, Abbas, beruhig dich. So. Wo können wir lang? Wir können nach da hinten, ist irgendwas zum Untersuchen. Gehen wir kurz hier lang. Wir müssen natürlich aufpassen, ne? Weil ich glaube, ein paar können es trotzdem wahrscheinlich noch entdecken. Ich wollte gerade was sagen, ich habe was für den E gedrückt. Makira! كنت فقط تقتحم حجرة قبيحة؟ أنت لست خصيا ارحل الآن وإلا سأخبر نسرين سأخبر فرح بما ستخبرينهن؟ أنك سمحت لي بالدخول هنا؟ لا يمكنني تخيل أن معرفة ذلك ستخبرهن أنت كهرمان صحيح؟ تلبين حاجات المحظيات كلها متى كانت آخر مرة سألك شخص عما تحتاجين إليه؟ شخص لن يقيمك شخص يمكنك نسيان أنه كان oh, Junge, richtig nice. لابد أن تحتاجين إليه يا ماكرة أو تريدينه هناك شيء عباس الذي عند البوابة إنه منجذب إلى فرح أم الولد لول ولا يلتفت إلي
وكلش. لكن فرح تستعمل طلاء لتكبير عينيها، وإن أمكنني الحصول على بعض منه أظن أن عباس قد... لا تكملي، لبيك وسعديك. أين يمكنني العثور على هذا الطلاء؟ في غرفة التخزين، لكن غير مسموح لأحد بدخولها سوى نسرين. فرح تأتمنها على كل شيء، حتى جرعتها السحرية. لدى فرح جرعة سحرية؟ تحتفظ بها مع نسرين وتخبرها عندما تريد رشفة. إنها تجعل رائحة أنفاسها ومع ذلك سأمنح أي شيء لأجربها بنفسي. وسأحقق لك طلبك، وفي المقابل يا ماكرة، ماذا ستمنحينني؟ مفتاح تلك الحجرة، طلاء للعين، وجرعة سحرية. أمنياتك أوامر. Okay. Gut, dass Basim so ein Überzeuger ist. Nein, وجرعة سحرية. حقا؟ Wirklich? Hör bitte auf. Du bist scheiße im Singen, halt dein Maul. Ey, Alter, und nochmal. Okay, was haben wir denn sonst noch hier? Hulefaß, Schminke für Markierer, Stiefhaß, Trank von Nasrin, ja. Okay, dann gucken wir mal. Wo ist denn das? Da oben haben wir noch irgendeinen. Ja. Interagiermittel, da oben auch noch, oder was es auch sein soll. Aber müssen wir gucken. Also, dürften da eigentlich gar nicht lang, steht da, ja. Was hiermit überhaupt? أخبرني أنك قمت بقراءة كتاب الكندي. آسف يا سيدتي. ألم يعد أحد يقرأ قط؟ Nee. Social Media. Oh fuck, falsche Zeit. Gut. Wie kommen wir durch? Hier haben wir noch eine Tür. Hier ist ein Zettel. Über mich, sei gewiss. Mein Name ist Amir. Ich lebe im Harem. Meine Lieblingsfarbe ist blau und spiele gern die Ud. The fuck? Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Sie sind nett. Ich habe einen Geparden als Spielzeug, aber ich hätte gern einen echten Geparden. The fuck? Sie sind sehr schnell. Wenn ich älter bin, möchte ich ein Entdecker sein und das Land der Russ sehen, wo es Schnee gibt. Ja, da gibt es bestimmt genug Schnee, glaub mir. Okay. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Zettel, den will ich gerne einmal untersuchen. Schlange im Heiligtum. Als sie mich den Armen meiner Mutter entrissen, war der Gedanke an meine Schwester mein einziger Trost. Die Vorstellung von einer Welt der Frauen, die meine Zuflucht und meine Stärke sein könnte, und das war sie auch eine Zeit lang. Doch nun hat sich eine Seuche verbreitet. Die Grausamkeit und der Ehrgeiz, der die Welt außerhalb unserer Mauern beherrscht, hat auch hier Wurzeln geschlagen. Meine Schwester sind zu Schlangen verkommen. The fuck? Ich möchte nicht zum Raubtier werden, doch ebenso wenig möchte ich ihr Opfer sein. Was? Ja, smoken die hier oder was? So, was haben wir hier? Über die Welt, wie sie sein könnte, Schwestern. Pharah, die warte, mein Gott, das ist jetzt schwer. Die Al-Walad hat uns verboten, über die Aufständischen zu sprechen, doch erkennt ihr nicht auch die Zukunft, die sie versprechen? Wir könnten durch die Welt jenseits dieser Mauern laufen. Kein Mann hier würde es wagen, uns aufzuhalten. Wir dürften ungebeten tanzen, singen, wenn uns danach zumute ist, und wäre nicht die Dienerin oder Gefäße eines Mannes. Achso, wir wären nicht mehr der Besitz eines Mannes, unsere Körper, unsere Entscheidungen, unsere Schicksale würden uns selbst gehören. Okay, war hier vorhin mal die, wie heißt das? Feministenbewegung gegründet? Die damalige, die normale? Nicht die heutige? So, was haben wir hier? Ein Wort von der Gefallenen. Kleines, meine Rivalen werden mich bald verdrängen. Ich lehrte sie Ehrgeiz und ich lehrte sie, die Stufen zu erklimmen. Ich kann mich nicht beschweren, wenn ich nun ersetzt werde. Du kannst nur aufsteigen oder abstürzen, doch an dieser Mauer kannst du nicht auf deinem Platz verweilen. Wenn dich der Wind nicht von deinem Fleckchen vertreibt, dann die anderen bei ihrem eigenen Aufstieg. Verliere nicht den Halt, denn unter dir lauert der Schlund des Chaos. Auch ich bekam seine Zähne zu spüren, dir würde ich dasselbe gern ersparen. Kabir. Aha. Alles klar. Dann haben wir, glaube ich, jetzt jeden Zettel einmal gelesen, der hier ist. Und nun... Ah, da hinten ist was. Bestehlen. Ah, okay, alles klar. Und das andere müsste woanders sein. Yep. Ist hier noch irgendwas zu lesen? Ich glaube nicht, das wären dann alle gewesen. Genau, da dürfen wir noch nicht rein. Könnt mit jedem sprechen, oder was? Zeig mal. توقيت مثالي. أحتاج إلى رأي صادق في قصيدتي. لدي مشكلة مع المقطع الثالث والعشرين. ما معنى مقطع؟
لا عليك جاهل. ايه ist wirklich, ey. Erst will sie die Hilfe erzwingen, fragt nicht mal. Und dann sowas. Algebra. Hier ist erstmal nichts. Gut. Da können wir eigentlich den... Genau, das hier ausmachen. Dann laufen wir auch ein bisschen schneller. Gut. Stehlen ist da. Klauen ist da. Ah, können wir hier einbrechen? Wir holen erstmal das hier. Scheiße. Komm, lass los. Ach so, das ist zum Klettern gedacht, Dulli. Ich dachte so, hä, dahinter ist das doch. Ah doch, ist es auch, mein Gott. Junge, wenn man doppelt nachdenkt. Der erste Gedanke oder Gefühl ist immer der richtige. Jawohl, 78 Bahn. Gefühl könnte ich eigentlich alle verkaufen. Na komm, darauf geht's nicht, ne? Ne, da können wir nicht rauf, gut. Dann haben wir das. So, jetzt fehlt nur noch das letzte. Jetzt können wir eigentlich immer safe abspeichern. Gut, jetzt nur noch das letzte Stealen. GG. Bitteschön. تفضلي. اوه شكرا لك. يقال انني اصغر من ان استخدم الطلاء والجرعات، لكنني كبيرة بما يكفي لمعرفة سبب استخدامها. بالتأكيد لا. الآن أين المفتاح؟ Alles klar. يعرفنا أكثر من قبل. قرأنا جميعا الحديقة وأسرارها. إنه عن الأحياء والجسد وأسراره. كتاب مشين. هل قرأته؟ لا. تخفيه فرح في مهجع الخليفة. إنه على السطح وممنوع منعًا باتًا. ماكرة، لقد كان بيننا اتفاق. أرجوك، لو أمكنك فقط الحصول على الكتاب وإحضاره إلى غرفتي. إنه في الركن الشرقي في اليسار. آه، حسنًا، لكن حينئذ سآخذ المفتاح. طلاء، جرعة. الآن كتب خليعة. أردت التظاهر بأنني خادم. لا تسكسكن ولا بس. Ah, okay, okay. Dann noch das Buch halt. Mein Gott. Und wenn sie dann nichts gibt, dann muss er einmal Gewalt sprechen, damit sie Angst bekommt, weil sie ist noch jung. Das sollte man noch schaffen. So, jetzt die Frage, darf ich überhaupt hier hin? Dann hoffen wir es mal, ne? Ne, darf ich nicht. GG. Ah, leck mich am Arsch. Okay, wie machen wir das am besten? Na, shit. Oh, das war dumm. Fuck. Durfte ich das oder nicht? Ich habe gerade nicht gelesen, was er gesagt hat. Ich glaube nicht, oder? Wahrscheinlich hat er gesagt, sie dürfen hier nicht hin oder so. Wieso musst du genau dann herkommen? Laden wir neu. Alles klar. Deswegen speichern wir auch ab, ne? Ganz simpel. Deswegen speichern wir auch. Nochmal. Das hier laden. Ach ja. Dann können wir jetzt nochmal das lesen, was unten stand, bevor ich ihn abmuxe, ne? Und dann können wir versuchen, nochmal leiser durchzugehen. Und dann soll es passen. Gut. Müssen wir wieder den Trank klauen? Ja, müssen wir. Okay. So, und jetzt speichere ich erstmal ab, ey. Wobei, ich kann auch danach abspeichern. So, sprechen. Und dann Spam.
Gut. الآن كتب خليعة. Und speichern. أردت التظاهر بأنني خادم، لا أن أكون بالفعل خادما. So, jetzt speichern wir ab, dann müssen wir es nicht nochmal doppelt gemoppelt machen. So, jetzt können wir wieder durchspenden. So, let's go. So, bin mal gespannt, was er sagt. سيدي، هل أنت تائه؟ لا يمكنك التواجد هنا. Gut, okay, meine erste Reaktion war jetzt richtig. Ach Mensch, seid ruhig da hinten, ey. Jetzt ist aber noch Stuck da drin, guckt euch das an. Da, hell, ey. Naja, gut. Komm her, komm her, komm her. Diesmal sind wir schneller. Let's go, let's go, let's go. Nein, 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 hör auf, hör auf. Ich brauche gerade Zeit, ihn aufzuheben. Mein Gott. Komm mal hier. Jawohl, der ist ganz drin, ne? Sehr schön. So, weiter geht's. Der Hauptmann muss auch dran glauben. So, wen haben wir denn sonst noch hier? Auf der Seite erstmal niemanden. Der läuft nur im Kreis. Die sind da hinten. Nice. Ach, das ist eine Wand. Wirklich. Egal, war gut für mich. So, wunderschön. Simple und easy. So, Beeilung. Ab mit dir hier rein. Wunderschön. So, dann. Wir müssen nur da reinkommen. Ja, das sollte easy gehen. Die Tür ist verschlossen. Also, den Weg, der hier schon gebaut ist. Zack, zack, zack. Und rein da. Einem Kalifen würdig. Junge, Junge. Das ist das Buch. Nehmen wir noch nicht. Wir wollen erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Yep. Die Truhe nehme ich mit. Ich finde immer gut, dass er alles besteigt. Also nicht zu wörtlich nehmen. So, Liste. Verzweifelte Maßnahmen. Saidi, es tut mir leid, dass ich dich in deinem Refugium stören muss. Auch ich sehe mich nach den Bergen der Heimat, doch nur Narren fliehen, wenn sie keinen Ort haben, an dem sie sicher sind. Sollte diese Gefahr andauern, gibt es für uns beide keine Zuflucht. Ich habe Maßnahmen im Sinn. Ich bitte dich nur um dein Vertrauen, dass die Kosten dafür gut angelegt sind. Dein treuer Diener ebenso wie der des Kalifen. Okay. Gut, dann haben wir hier nichts. Dann holen wir uns das Buch. Beziehungsweise machen die Tür zuerst auf. Immer Fluchtweg zuerst frei machen. Und weg. Zack. Aha. Zeig mal kurz mal das Buch her. Aha, okay. Alles klar, läuft bei dir. Dann weg hier. Wir gehen den gleichen Weg zurück. Und dann sollen wir aber nach da unten gehen. Ich hoffe, wir können den Weg zurückgehen. Nicht, dass wir wieder irgendwie anders machen müssen. So, Sprint. So, dann speichere ich auch direkt ab. Kein Bock nochmal zu machen. Genau hier. So, nehmen wir mit. Genau, perfekt. Wir müssen nur hier runter. Könnte ich gefühlt direkt ihr übergeben, aber gut. طموح أبي عبد الله لا حدود له. لا يمكنه تصديق أنه سيستولي على العرش يا فرح. هل قابلت أمه؟ War das nicht die, die bei der anderen auch war? أنت ربما كانت تتساهل قبيحة بشأن التأخير، لكني لست مثلها. آسف يا فرح، لن يتكرر ذلك مرة أخرى. فرح؟ على مثلك مناداتها بسيدتي أو أم الولد. انصرف إلى مهامك. لقد صارت الأمور أبسط بكثير مع. So, wo ist denn ihr Zimmer?
Fuck, wo ist denn das Zimmer? Ach da. Mehr ist hier nicht, ne? Nee. Haki, استمتعي. Ich wollte gerade sagen, viel Spaß. أتمنى ألا تختلق أي مهمة أخرى. أعتقد أنني جعلت منها وحشة. Yep. Das stimmt. Das ist das Problem, wenn nicht jemand einen Eiern hat, aber manchmal muss man auch zurückschweifen. Ah, jetzt ist sie besoffen. GG. الكتاب في غرفتك. الآن. إذن، هل تبدو عيناي أكبر؟ ضخمة. ماكرة، أحتاج إلى المفتاح. إن هذه الجرعة تمنحك ثقة في النفس. Ja, so denkt man immer, ja, genau. أجل إنني على دراية بهذه الجرعة. كان بيننا اتفاق يا ماكرة. أعطيني المفتاح الآن. مهلا، عليك إعادة الجرعة إلى نسرين. إذا اكتشفت فرح أنها مفقودة، فستشتعل غضبا. حينئذ سأعطيك المفتاح، أقسم لك. حسنا، اشربي بعض الماء عندما أذهب، هل تفعلين؟ إنها المرة الأخيرة يا باسم، تعهدا للأمر. Setz dich durch. Gut. GG. Stehen und zurückgeben. عدت إلى مكانك. أعيدت الجرعة إلى مكانها. كل شيء على ما يرام. لنحصل الآن على ذلك المفتاح الماكرة. Jetzt kotzt sich aus. So, jetzt speichere ich nochmal. Mein Gott, was ist das für eine Quest hier? Besoffene. انتهى الأمر. اكتفيت. شكرا لك. هذا غريب. أعاني صداع بعض الشيء. ما العمل الآن؟ ستعطيني المفتاح. نعم، صحيح. ليس معك. أخائفة من قبيحة؟ ما الخط؟ لا لا، لقد أفل نجمها. يقول الجميع ذلك. كنت فقط لقد كنت أستمتع بوقتي. ها هو، تفضل. أخيرا، لنعثر على أجوبة الآن. Finally. Let's get it. Also, wir haben hier eine Map. Wir haben hier ein Kästchen. Und wir haben hier noch ein geheimes Buch mit was? Mit dieser Haarnadel. Warte, oder ist es ein Schlüssel? Je nachdem, mir egal. Wir machen zuerst die Map. Gut. Erste Indiz. Dann, das ist ein Buch. Das, ja, ich mache jetzt mal das hier. Ganz genau. Die war tot. Und wir haben sie nicht mitgenommen. Denn ist noch etwas. Wir machen aber erstmal das Buch. Ozeanwüste. Das hatten wir schon. Das war bei der Post, oder nicht? Nee, in dem Zimmer von dem Statthalter davor. Genau. Dasselbe hatte der Statthalter. 1:1. Jetzt haben wir noch das. شممته في البازار وربما داخل الحريم لكن من كان يضعه الغرفة على فخامتها فارغة تبدو كأن أشياءها مفقودة بما في ذلك قبيحة نفسها ما هذا؟ ماذا ناولتها؟ إنها تشرب منه دائما وطلبت مني أن أعطيها إياه. Sie hat das vergiftet und ich habe es zurückgegeben. غادر حالا أعطني المفتاح. ماذا حل بها؟ أنا لم يكن يجدر بك أن تعطيني تلك القنينة. سأفتش الغرف. أنت تعال. Alter, was eine Schlange. أنا لم أفعل شيئا. لم أؤذيها. يا عمي. ماذا فعلت؟ اهدأ. لن ينشغلوا بنا. سيهتمون بالكتاب الذي سيعثرون عليه في غرفة نسرين. غرفة نسرين؟ الحديقة وأسرارها. ليس كتابا خليعا، بل دراسة للأعشاب الطبيعية وخصائصها الطبية والسامة والتجميلية. بوه. ست الحسن، عنب الثعلب المميت،
تجعل العيون جميلة إذا تناولت جرعات صغيرة. مؤسف أنني أهدرتها كلها عليها. ماذا؟ لقد رأيتهما، فرح ونسرين، وهما تسممان آذان الجميع وتنشران الأكاذيب والشائعات بشأن سيدتي. ماتت واحدة ولحق العار بالأخرى، لن يسمعهما أحد الآن. يا سعلاء، ماذا تكونين؟ مخلصة، أحمي عرش قبيحة في غيابها ممن يريد أن يحل محلها. حجرتها خالية، لقد تخلت عنك يا ماكرة، إنك تخدمين سيدة خائنة. سوف تعود من القصر عندما يزول الخطر. كان عليك ألا تخبريني بذلك حقا. لن تغير هذا شيئا، لن تعثر عليها أبدا. الآن أحسن التصرف، يوجد أطفال هنا. زي جميل بالمناسبة، يليق بك. أوه مان، أي 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 أي. Ich könnte vieles dazu sagen, aber ich mach's besser nicht. لا يمكنني فعل شيء لفرح، لكن إذا كانت قبيحة هي زعيمة التنظيم، ما زال بإمكاني حماية الذين لم تعذبهم بعد. رأيت ما يكفي من الثلاثة الذين أشك بهم. حان الوقت لأطلب مشورة روشا وأنهي الأمر إلى الأبد. Alles klar. Dann ziehen wir das erstmal aus, das Gewand. Und ziehen natürlich wieder das andere Gewand an. Das Gute, ganz genau. Den magischen Trank habe ich immer noch. Fuck, alles klar. Random. So, Fähigkeiten, dann. Zack, ein zusätzliches. Wunderschön. Jetzt lohnt sich auf jeden Fall zurückzugehen und das neue auszurüsten. Ah, genau, jetzt haben wir das fertig. Und dann das hier. Nun muss ich auch schon mitteilen, was ich rausgefunden habe, und mir die Feder holen. Und dann kommt das letzte. Holy shit. Da bin ich ja mal gespannt. Und wir können einen freischalten für den nächsten. Ich glaube, ich mache dann wahrscheinlich die Rauchbombe. Macht am meisten Sinn. Gut, Leute, dann machen wir hier Schluss. Und im nächsten Part, vielleicht sogar der letzte, je nachdem, wie lange die Story noch dauert, wir wissen es ja nicht, ist es dann schon vorbei. Also ich vermute sogar maximal, wenn überhaupt, 3 oder 4 Parts. Aber Minimum 1, 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal.